Hallo, ich bin Manuel von Familie Elektrisiert. Vermutlich kommst du gerade von den Elektrobikes. Die Chance ist relativ hoch, um das Video zu sehen, was ich gemacht habe über unseren kleinen Ausflug. Es geht auch direkt los, aber ein paar einleitende Worte muss ich doch noch loswerden. Ich war mega aufgeregt und habe leider manchmal die Videoeinstellung nicht ganz optimal gewählt. Aber dennoch ist mein Video Heute fährt Tarik dabei herausgekommen und ist Teil meiner Serie Heute fährt. Schau doch mal gerne auch in die anderen Videos rein, die ich gemacht habe, und vielleicht ist ja sogar für mich auch ein Abo drin. Aber jetzt geht's los, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Manuel von Familie Elektrisiert und heute ein ganz besonderer Gast an meiner Seite, der Tarik von Elektrobikes. Hi. Elektrobikes, meine Lieben, Entschuldigung. Weil Tarik bei, Elektrobikes und wir sind alle die Elektrobikes zusammen. Manuel. Ich jetzt auch. Manuel auch, genau. Ja, Tarik hier von Köln. Ich grüße euch alle. Schön, dass ihr da seid. Genau, wir haben eine neue Folge heute von Tarik fährt MG4 Standard. Er fährt ja normalerweise den Luxury, aber heute darf er mal meinen Standard fahren. Und dann sind wir mal gespannt, was ihm so auffällt, während der Fahrt vielleicht und nachher in einem kleinen Fazit. Ja, ich freue mich riesig drauf, weil das ist das erste Mal, dass ich den Standard überhaupt fahren darf. Und das wird ein gutes Ergebnis, hoffentlich, für den MG4 Standard. Ich mache nämlich auch ein Video draus. Ansonsten für alle, die es nicht kennen, Elektrobikes heißt mein Kanal und erwarte euch natürlich dabei. Ne? Ist natürlich alles verlinkt und unsere Abonnenten müssen sich alle gegenseitig kennen auf jeden Fall. Ich hoffe doch mal. Okay, dann viel Spaß mit der Folge. Okay, Tarik, wir sind jetzt so ein paar Minuten schon unterwegs mit dem Standard. Was ist dir denn jetzt aufgefallen bis jetzt so? Vom Fahrgefühl her exakt wie der Luxury. Kein Unterschied zu meinem Auto. Der hat jetzt allerdings 16 Zoll Alufelgen drauf, ne? Genau. Nee, 16 Zoll Stahlfelge. 16 Zoll Stahlfelge, ja gut, aber es geht auch um die dünneren Reifen. Ich habe hier mittlerweile 2,35er. Allerdings Fahrwerk, fahrtechnisch, alles super, sehr komfortables Fahrwerk. Habe ich dem Manuel eben schon gesagt, Straßenlage, Kurvenlage, exakt vergleichbar mit einem ID3, so wie Cupra Born. Bin ich gestern noch gefahren übrigens, den Cupra Born. Ja, absolut in Zeit, also absolut auf Zeit, nichts Altbackenes, fährt sich sehr angenehm, ganz ehrlich. Geräuschkulisse habe ich ja getestet, ist hier genauso wie bei meinem Luxury. Ich schätze mal 64 oder 65 Dezibel. Ja, also doch, Fahrgefühl exakt so wie bei mir. Stellst du jetzt schon irgendwelche Unterschiede fest, die dich auf jeden Fall, wo du sagst, ich will jetzt gleich wieder in meinem Luxury sitzen? Nein, im ersten Moment nicht. Allerdings, wenn ich jetzt eine längere Strecke fahren würde, da gibt es schon ein paar Extras, an die man sich schnell gewöhnt. Sitzheizung zum Beispiel, Navigationssystem, weil ganz ehrlich, der Luxury, der hat zwar keine Ladeplanung, aber meiner Meinung nach sollte jedes Auto ein eigenes Navigationssystem haben. Der Jeep Avenger zum Beispiel, die First Edition, die wird auch ohne eigenes Navigationssystem ausgeliefert, was für mich auch etwas schade ist. Ich meine, so ein Teil, ja, man muss auf jeden Cent achten bei der Produktion dieses Autos. Und sowas spielt halt manchmal eine Rolle. Dann denkt man, ja gut, Google Maps ist ja das modernste Navigationssystem der Welt. Nicht immer. Nicht immer, glaubt mir. Google Maps ist sehr gut, sehr, sehr gut. Bis auf die ekelhafte Navi-Stimme, die mich nervt und nicht aufhört zu labern manchmal. Ne? Bitte biegen Sie rechts an nach 300 Metern, da, da, da. Alter. Naja, aber was ich sagen wollte, auf Langstrecke würde mir das schon einiges fehlen. Der hat zum Beispiel auch keine Videokameras, keine 360-Grad-View beim Parken. Ich meine, der MG4 ist zwar ein recht kompaktes Auto, aber das würde mir schon irgendwann im Alltag irgendwann wieder fehlen, sagen wir mal so. Und eine Lenkradheizung habe ich jetzt letzte Woche bei minus 6 Grad gemerkt, wie angenehm das sein könnte. Ja. Weil da musst du das hier nicht tun, hier, das hier und dann, das musst du dann nicht tun. Das stimmt. Ja? Okay. Aber ansonsten hier von der Optik hier alles gleich. Ja? Ihr macht mit diesem Auto allerdings auch nichts falsch. Das sage ich euch, weil, denn meiner kostet ja 38 Liste und der kostet nur 31 Liste. Also das sind ja 7.000 Euro Unterschied. Und 7.000 Euro ist nicht wenig, meine Lieben. Und ich kann so viele Leute verstehen, die sagen, nein, ich will zwar ein elektrisches Auto, der darf aber nicht so und so viel kosten. Ihr seid hier mega, mega bedient, denn Preis-Leistung auch beim Standard. Wir haben einen LFP-Akku von 51 Kilowattstunden. Wir haben, wie viel PS haben wir hier eigentlich? Ach du meine Güte, da stellst du mir Fragen. Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt auch nicht im Kopf. Auf jeden Fall ist die Leistung aus. Ey, wir haben Autopilot, Mann. Wir haben einen Abstandstempomat. Wir haben Android Auto, Apple CarPlay. Zwar über Kabel, aber trotzdem, für diesen Preis überleg mal, was du alles hast. Und Leute, wir haben Reload. Und wir haben Batterievorkonditionierung auf Wunsch. Ja, auf Wunsch. Wann ich will, wo ich will. Ja, sogar über die App.
Über die App, genau. Das war auch, ja. Mega. Ach so, apropos App. Die App-Anbindung ist hier auch bestimmt das gleiche wie bei mir, ne? Vorkonditionierung und so weiter. Ich ja, bis auf halt die Tatsache, dass du die Sitzheizung, die nicht da ist, nicht anmachen kannst und auch keine Route schicken kannst. Aber genau. Gibt es aber übrigens auch ein Video von mir über die App. Schaut euch das mal an, falls euch da interessiert, was die App so alles kann. Ja, absolut. Genau. Das ist nochmal wichtig zu erwähnen. Was ich aber jetzt sagen möchte, im gesamten Preis, Leistung unschlagbar. Der MG momentan stand Dezember 22, Ende 22, unschlagbares Angebot. Es gibt kein anderes Auto, was genauso viel bietet für diesen Preis. Ist so. So, Tarek, wir sind ja jetzt schon wieder auf dem Rückweg von unserer Teststrecke, von deiner Teststrecke, muss ich ja sagen. Vielen Dank, dass du mich hier in diese Geheimnisse einweist. Habe ich gerne gemacht. Aber nicht weiter erzählen. Nein, auf keinen Fall. Ich sag keinem was. Aber jetzt haben wir haben ja jetzt schon festgestellt, das sieht man ja in deinem Video noch ein bisschen ausführlicher, dass jetzt die Reichweite für den Rückweg nicht unbedingt ausreicht, ne? Richtig. Wir sind oben bei der Hohen Acht. Das sind knapp 700 Meter über dem Meeresspiegel mit 62 Kilometer Restreichweite angekommen. Wir müssen aber bis zur Ladesäule 76 Kilometer fahren. Ja. Ja. Entweder werden wir jetzt zwischenladen irgendwo. Auf dem Weg ist nämlich ein Lader. Oder wir gucken mal, was er so rekuperiert. Denn mittlerweile steht da vorne 73 Kilometer Restreichweite. Und wir haben noch keinen einzigen Prozent verloren, weil es ganze Zeit bergab geht. Und so ist die Elektromobilität. Rekuperation ist ein großes Thema. Und Verbrauch haben wir tatsächlich gerade 21,6. Das ist natürlich durch die Rekuperation jetzt auch nochmal runtergegangen. Oben hat er uns einen Verbrauch von, habe ich jetzt vergessen? Weiß ich mal, 27 oder so hatten wir da bestimmt. Ne? Nee, 25 noch was war das. Ja, okay. Ja. Und jetzt aber, wie gesagt, nach ein paar Kilometern runter auf 21,6 und das wird noch weniger gleich. Also wir werden noch unter die 20 kommen. Ist das jetzt beim Standard, dass sich das irgendwie maßlos enttäuscht oder hast du das erwartet? Nein, natürlich. Leute, wir müssen immer realistisch sein. Aus einer 50 Kilowattstunden Batterie kann man nicht mehr rausholen. Und es ist regnerisch. Regen kostet Energie, Kälte kostet Energie. Okay, so ganz kalt ist es nicht mehr, muss ich auch dazu geben. 8 Grad Außentemperatur ist jetzt kein richtiges Winter. Aber Regen und nasse Fahrbahn kostet wieder Energie für die Reifen und bedeutet Widerstand. Und das zieht er alles aus dem Akku. Ne? Ja. Klimaanlage läuft natürlich, also Heizung läuft. Und 51 Kilowattstunden Batterie, mein Gott. Viel kann man da nicht erwarten. Und wir haben jetzt auch das intelligente Aufwärmen der Batterie aktiviert, ne? Das richtig, das finde ich ja eine super Sache, gerade beim MG, dass du auf Knopfdruck, wann und wo du willst, das aktivieren kannst. Und ich bin gespannt, wie er sich gleich an der Säule schlägt. Mein Luxury zum Beispiel darf offiziell oder kann offiziell 130 kW im Peak ziehen. Ich habe aber Werte über 142 gesehen. Mega. Das ist tatsächlich sehr krass. Ja. Also beim MG4 Standard ist es ja so, dass der Peak 117 angegeben ist. Okay. Allerdings hat den noch keiner erreicht und gesehen. Genau. Dieser Peak wurde nicht erreicht, aber diese Ladezeit von 10-80%, die im Prospekt oder in der Broschüre angegeben ist. Was wird da angegeben? Ich meine 35 Minuten, okay. Die wurde wiederum erreicht. Also die durchschnittliche Zeit über die Dauer war... Ladekurve. Die Ladekurve war korrekt, also genau. Die durchschnittliche Ladegeschwindigkeit. Genau. Aber der Peak wurde nicht erreicht. Was mir persönlich ist, Peak für mich nicht so wichtig. Leute, lasst euch von den Peak-Werten nicht beirren. Jawohl. Das, was der Manuel sagt, die Ladekurve ist das A und O. Denn was zieht er denn ab 50%? Was zieht er ab 60, 70, vor allem Dingen ab 80%? Das ist das Wichtigste. Darauf kommt es an. Was habe ich davon, wenn ich für 10 Sekunden am Lader einen super geilen Wert sehe und der aber nach einer Minute wieder abfällt? Natürlich ist es für den Image gut. Ne? Man kann damit werben, man kann Prospekte damit schmücken. Genau. Aber ich finde, MG ist den richtigen Weg gegangen, hat sogar noch sehr moderat kommuniziert. Und die Autos können eigentlich mehr. Also zumindest meiner bis jetzt. Ne? Und heute machen wir den ultimativen Test mit dem Standard. Und so habe ich das auf YouTube noch gar nicht gesehen, so ein Test. Deswegen, wir sind die Ersten. Wir sind die Ersten, genau. Wir werden die Videos gleichzeitig veröffentlichen. Tarek, jetzt mal was Persönliches ein bisschen. Wie bist du denn überhaupt zu deinem YouTube-Kanal gekommen oder überhaupt zur Elektromobilität? Also vor 4 Jahren bin ich das erste Mal über Carsharing. Es gibt ja diese Apps, Car2Go und so weiter. Ja. Die Bahn war wieder mal ausgefallen in Köln. Ne? Ist ja nichts Besonderes. Ja, dann gab es nur den BMW i3 zur Verfügung auf der Straße. Dann habe ich den genommen. Ne? Ich habe gedacht, Elektro, lass mal gucken. Und dann war ich sofort begeistert von dem Fahrgefühl, von diesem digitalen Fahrgefühl.
Und das hat mich dann irgendwie nicht mehr losgelassen. War aber trotzdem kein Thema in meinem Leben, weil finanziell ging das schon mal gar nicht. Es gab damals nur den BMW i3 und das Tesla Model S und irgendwie und Nissan Leaf und so. Aber ich habe mich damit einfach nicht mehr beschäftigt. Ja? Und irgendwann auf YouTube, YouTube habe ich schon immer geschaut. Ich war ein YouTube-Zuschauer. Ich habe auch damals die anderen YouTuber alle geschaut. Habe damals angefangen mit dem Owe, Model S-Videos ohne Ende geschaut. Ja. Und auch die anderen. Chris habe ich auch damals angeschaut, wo der noch 30.000 Abonnenten hatte. Und Carmania, genau. Mhm. Fand ich alles ganz cool und hat mich begeistert. Die Elektromobilität hat mich einfach begeistert. Das Thema hat mich begeistert. Und irgendwann kam der ID3 auf den Markt. Und als er noch ganz frisch beim Händler war, habe ich gedacht, weißt du was, Tarek, nimm mal dein Handy mit und mach mal eine Probefahrt. Und somit habe ich mein erstes Video auf YouTube hochgeladen. Meine Probefahrt. Ich wollte nur mein Erlebnis mit euch teilen, beziehungsweise mit der Welt teilen und habe einfach ein Video von der Probefahrt gemacht. Und das kam irgendwie gut an. Und am nächsten Tag hatte ich noch einen Termin bei Tesla mit dem Model 3 und so fing das alles halt an. Ah, krass. Aber natürlich war ich sofort infiziert von dem Fahrgefühl. Der ID3 hat mir vor allen Dingen sehr imponiert, weil er so komfortabel war, auch viel Platz angeboten hat, das Fahrgefühl und dann am nächsten Tag das Tesla Model 3 Standard Range, aber wieder was anderes mit der Software, mit dem riesen Bildschirm. Boah, da war ich geflasht, ne? Und seitdem, und die Videos kamen irgendwie gut an und dann habe ich nicht aufgegeben. Dann habe ich immer weitergemacht und jetzt habt ihr den Salat. Und es geht immer weiter, ne? Du hast ja gerade erzählt, du hast so viele Videos noch vor dir und die Elektromobilität hört nie auf, ne? Leute, ich bin Straßenbahnfahrer von Beruf in Köln. Ich war 17 Jahre selbstständig mit meiner Frau zusammen in Köln. Es ist nicht leicht. Wir sind Doppelverdiener, wir haben keine Kinder. Wir sind nicht Raucher, wir sind nicht Trinker. Also was heißt nicht Trinker? Also wir trinken auch wenig Alkohol, nur zu Silvester oder zur Hochzeit. Ist oder ja bald wieder soweit. Ja, ja, genau. Aber was ich sagen wollte, wir investieren unser Geld in unser Hobby. Unser Hobby, ich bin autoverrückt, ich bin immer autoverrückt gewesen. Und meine Frau war schon immer, wollte schon immer gut reisen und das hat mir auch Spaß gemacht. Und jetzt haben wir das verbunden. Ne? Wir machen ja auch die Reisevideos elektrisch und ich mache meine Elektroautotests. Und also viele fragen sich immer, wie kann man sich denn Mustang Mach-E leisten damals? Ne? Ja, wie gesagt, keine Kinder. Ich könnte mir 3 Mustang Mach-Es kaufen, weil wir seit 20 Jahren nicht mehr rauchen. Ne? Allein schon von dem Geld, was wir gespart haben. Überleg mal. Ne? Okay. Also gut, das, aber gut. Anderes Thema. Das ist ein wichtiger Appell auf jeden Fall. Ja. Aber dann auf jeden Fall ein Abo da lassen beim Tarek. Bei Elektrobeiß. Für alle, die es noch nicht kennen. Ich glaube, es sind bestimmt noch viele da, die meinen Kanal bei dir nicht kennen, weil du hast ja einen anderen Content, auch viel mit PV, ne? Und vor allen Dingen familienorientiert. Genau, genau. Ja, das, genau, mit 4 Kindern. Das mit ist bestimmt bald super. 4 Kindern, ja. Bald 4 Kindern, genau. Zumindest die da sind. Die Plätze brauchen, ja. Genau. Also die Liefernummer ist schon da. Wir warten nur auf die Auslieferung. Genau, Erstzulassung ist noch nicht erfolgt. Ja, genau. Und dann schnell BAFA beantragen. So, wir sind jetzt am Schnelllader angekommen mittlerweile und sind jetzt schon bei 10%. Bei 7 haben wir angefangen. Und die Frage ist natürlich, also der Peak, der ist in weiter Ferne. Und jetzt sind wir bei 69 kW Leistung. Und das ist tatsächlich doch sehr viel weniger als das, was auch schon andere erreicht haben mit knapp 80. Wir werden das mal weiter beobachten, ob sich hier noch was tut. Wir sind mit Batteriekonditionierung gefahren, 75 Kilometer. Und das ist schon ein bisschen wenig dafür. Mittlerweile sind wir bei 77 kW angekommen. Akkustand ist noch 25%. Ist immer noch nicht das höchste aller Gefühle, aber immerhin. So Tarek, wir sind jetzt immer noch an der Ladesäule und werden uns noch ein bisschen länger in die Augen schauen müssen. Wir haben ja Zeit. Genau. Jetzt ist sogar die Ladeleistung nur noch bei 70 kW, bei jetzt fast 50%. Genau. Zeit für ein kleines Fazit deinerseits jetzt zum Standard. Ich würde mir den Luxury holen. Jeder, der es sich finanziell leisten kann, der Aufpreis vom Luxury ist es wert. Ihr werdet damit später glücklicher. Aber, ist denn der MG4 Standard nicht geeignet als ein Elektroauto? Doch, 100%. Aber besser, wenn du zu Hause oder auf der Arbeit laden kannst. Und wenn du dir darüber im Klaren bist, dass du im Winter mit längeren Ladepausen rechnen musst und mit kürzeren Reichweite. Ja. Wenn dir das klar ist und bewusst ist, dann ist das ein super tolles Reisefahrzeug. Egal ob als Zweitwagen. Er würde sogar ein Hauptauto ersetzen als Hauptauto. Aber du musst dir darüber im Klaren sein, dass im Winter nun mal viel Reichweite verloren geht durch den kleineren Akku. Und die Ladezeit gefällt mir leider überhaupt nicht. Also da bin ich echt enttäuscht, was die Ladeleistung angeht, weil wir auch die Batterievorkonditionierung eingeschaltet haben. Ich habe es ja genauso gemacht wie mit meinem Test, mit dem Luxury.
Und da hat es funktioniert, ne? Er hat seine 142 kW gezogen. Ja. Habe ich ihm gerade gezeigt im Video, ne? Wir werden sehen, was der Sommer da noch bringt, ne? Hinsichtlich der Ladeleistung, ob sich da noch viel... Da haben wir ja noch gar keine Erfahrung, ne? Genau, es kann aber nur besser werden. Auch für meinen Luxury, sowie für den MG4 Standard. Es kann nur besser werden, es wird besser werden, denn ab 17, 18 Grad Außentemperatur, wow, merkst du einen Riesenschritt nach vorne, was Reichweite angeht. Und ab 25 Grad Außentemperatur, bam, da kann sich die Batterie super geil entfalten und ihr werdet staunen, was für Reichweiten ihr noch dazu gewinnt. So, wir sind jetzt bei 70% angekommen und haben tatsächlich auch nur noch eine Ladeleistung von knapp 40 kW. Wir werden aber sehen, was die Zeit gleich gebracht hat bis 80%. Ob das die 40 Minuten tatsächlich dann, die im Prospekt stehen und auf der Internetseite stehen, ob das gehalten werden kann. Okay, wir sind jetzt mittlerweile bei 77% angekommen und sind ja bei 6% gestartet. Und das in jetzt 30 Minuten. Ja, wenn das die 70% zusätzliche Ladung, eigentlich ist das Prospekt hier sogar um 5 Minuten übertroffen worden. Und ja. Wir sind nicht vom Peak überzeugt, aber für mich zumindest ist das Versprechen der Ladeleistung in dem Sinne eingehalten worden, dass die Zeit halt definitiv passt. Genau, also von 10% auf 80% ungefähr 30 Minuten, das passt auf jeden Fall. Die Ladekurve ist stimmt, nur der Peak, das ist leider enttäuschend gewesen. Hier sehen wir nochmal die Ladekurve. Genau. Durchschnittlich 63 kW geladen. Und wir würden jetzt, wenn wir losfahren, mit den 32 kW auch nochmal 150 Kilometer circa weit kommen. Locker, auf der Autobahn. Genau. Im Winter. Und abseits der Batterie gibt es ja noch so ein paar Einschränkungen. Also optisch außen gibt es Einschränkungen, Kamera, Sitzheizung, Lenkrad. Kamera hat mir gefehlt, vor allen Dingen die Rückwärtskamera, also Rückfahrkamera, ja. Entschuldigung. 360 Grad View und so weiter, Schnickschnack, Spielerei. Es ist angenehm, wenn man sie hat, beim Drive-In oder so. Aber die Rückfahrkamera... Muss man sie haben? Natürlich nicht. Guck mal, ich bin 47 Jahre alt. Ich bin mit Autos groß geworden. Die hatten noch nicht mal eine Zentralverriegelung. Ja? Das ist jetzt irgendwie Jammern auf hohem Niveau. Aber nach heutigem Stand sollte man schon zumindest eine Rückfahrkamera haben. Mhm. Ja? Ich kann mir schon vorstellen, dass einige technisch Versierte sich sowas basteln können, noch zusätzlich. Ja, oder vielleicht im Zubehörshop irgendwas dazu. Hilft auf jeden Fall. Eben beim Anfahren an die Säule hinten konnte ich zum Beispiel die Bordsteinkante nicht sehen. Ne? Da muss man eben wieder wie früher nach Gefühl fahren, bis es Bang macht oder so. Ne? Ein Traum. Nee, aber sonst Blinker sind im Scheinwerfer integriert oder hier fehlen die Spoiler oder das Lichtband ist nicht durchgezogen. Doch beim Lichtband hätte ich schon mein Problemchen, denn gerade bei meinem MG4 in Schwarz sieht der im Dunkeln, wenn die Lichter an sind, richtig geil aus. Aber so, ich schicke dir ein Foto, das kannst du jetzt einblenden, ja. Wenn dir das beim Schneiden nicht so viel Arbeit ist. Das schaffe ich. Damit die Leute das mal sehen, wie geil der wirkt. Ne? Also geil, Hammer. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, Fahrgefühl, Platzangebot, alles identisch. Also nochmal Leute, Preis-Leistung unbezahlbar, also unschlagbar. Ja. Cooles Angebot. Ihr müsst aber euch bei bestimmten Sachen müssen euch bewusst sein. Okay, vielen Dank. Nicht zu danken, habe ich gerne gemacht. Ja, dass ich die Möglichkeit hatte, dass du das Auto testest. Und, freut mich umso mehr. Ich hätte ihn auch von einem Händler haben können, habe ich nicht gemacht. Hatte ich dem Manuel versprochen. Und mir ist es immer viel wichtiger, Nutzererfahrungen mitzuteilen. Das ist immer das A und O für mich. Ich bin auf jeden Fall gerne dabei gewesen. Ich warte auch gerne noch die restlichen 30 Minuten hier mit dir, damit ich das auch mal festhalten kann. Ne? Genau. Also wenn ihr noch nicht geguckt habt, schaut jetzt sein Video auf jeden Fall auch noch. Das ist eigentlich eine coole Sache, dass wir so gegenseitige Videos haben. Genau, ne? Wir werden nämlich unsere beiden Videos jetzt hier von heute gleichzeitig hochladen. Ich kann noch nicht versprechen, wann es jetzt heute ist, aber es ist heute auf jeden Fall. Wenn du siehst, ist es heute. Also ist es heute, für dich ist heute. Heute, Alter, hast du dein Brötchen schon gehabt? Ja. Nee. Okay, alles klar. Alles Gute. Tschüss. Alles Gute. Ciao, mach's gut.